Und jetzt wollte ich den Speicherpunkt aktivieren und dann kommt eine Zwischensequenz. Müdi da! Ich aber erstmal wieder vorlesen darf. Keinen Schritt weiter. Hier darf niemand vorbei. Oder? Hey, bist du nicht... Hä? Weißt du noch? Die Garnison in Zakaria. Oh, stimmt. Mann, ist das lange her. Oh. Ihr seid das. Ich hätte euch gar nicht... ich hätte euch ja fast nicht wiedererkannt. Ihr zwei wart die Stärksten in unserer Truppe und habt ständig Ärger gemacht. Danke, aber das mit dem Ärger wäre echt nicht nötig gewesen. Dürfen wir vorbei? Als alte Kameraden, ich könnte es mir überlegen. Wirklich? Aber dein Wegzoll ist ein Trainingskampf mit mir. Also, hoch die Schwerter. Ich bin dabei. Also ein kleiner Kampf gegen Alok, um in die Stadt zu kommen. Den sollten wir ja hinbekommen. Level 28. Hat gut gelevelt. Aber wir sind stärker. Also gegen mich hat er natürlich keine Chance. Nee. Ja, wir sind gerade erstmal am Anfang. Brauche ich nicht mal gegen ihn zu heilen. Oder gegen zu heilen. Ja, er macht auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen gut Schaden. Aber wir werden jetzt nicht in dem Bereich landen, wo ich jetzt Angst haben muss. Töten wir ihn? Ich würde schon sagen, ich will Alok jetzt nicht töten. Puh, Himmel. Ihr zwei seid immer noch, seid wirklich so stark wie eh und je. Du bist ziemlich gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Tja, ich habe dir mein Wort gegeben. Ihr zwei werdet bestimmt nicht die Blume fertig machen. Welche Blume? Lass mich mal raten. Überall tauchen komische Pflanzen auf und verpesten das Wasser. Die Leute hier haben kein Wasser mehr. Wir konnten nur die Straße schließen. Aber ihr seid eindeutig stark genug. Also erledigt sie bitte für uns. Oh, darum hast du uns herausgefordert. Kein Problem, wir stampfen sie wieder ein. Danke für die Auskunft. Viel Spaß noch beim Wachdienst. Okay, wir müssen also alle Ulpas flussaufwärts erledigen. Super. Na dann. Aber erstmal den Speicherpunkt registrieren. Und die nächsten Ulpas kaputt kloppen. Achso, flussaufwärts. Okay, das heißt da lang. Gibt es hier noch irgendwelche Sidequests, die ich annehmen kann? Oder sonst noch irgendwelche interessanten Sachen, die hier noch existieren? Die City scheint ja nicht unbedingt so groß zu sein. Könnte natürlich sein, dass hier besonders tagsüber was sein könnte. Wir haben ja jetzt das Problem, das ist jetzt nur vom 14. Und die geht da vorne weiter. Und die schauen wir uns an. Da ist die Ulpa. Sind wieder vier aufgetaucht. Na super. Also ist das jetzt hier wirklich in jedem Gebiet, dass da jetzt irgendwelche Ulpas spawnen? Ist ja super nervig.
Um den Ulpa-Klasper zu verärgern, müssen wir die Ulpas zerstören. Auf die Jagd. Let's go. Was? Das wird wohl nicht notwendig sein. Warum nicht? Wäre es nicht effizienter? Wanderer brauchen auch mal eine Pause. Tut mir leid, das sollte nicht so schroff klingen. Deine Begleiterin mit den geflochtenen Haaren sieht nur recht müde aus. Ach ja? Mir geht's gut, meine Retterin. Wenn wir das Dorf erreichen, mache ich einen Flan? Was ist ein Flan? Ugh. Hey, ist alles in Ordnung? Vergib mir. Ich habe mich etwas übernommen. Nein, du musst mir nicht vergeben. Mir ist es gar nicht aufgefallen, wie erschöpft du bist. Sie soll sich eine Weile ausruhen. Zusammen sollten die anderen sicher sein. Ja, natürlich. Danke, Alice. Ihr solltet euch an einen sicheren Ort ausruhen und später weitergehen. Wie du wünschst, meine Retterin. Wir werden gut aufpassen. Entschuldigt die Umstände. Ruht euch aus. Gehen wir. Mit dir an unserer Seite wird uns nichts passieren. Du bist wirklich erstaunlich, Alice. Ihr schlechter Zustand ist dir sofort aufgefallen. Ja, ich kann nicht mithalten. Du bist so nett, schön, aufmerksam und stark. Das stimmt nicht. Du arbeitest hart, Medina. Du bist selbst sehr stark. Mach mir keine Komplimente, wenn du mich lobst. Also, ich hasse es. Hey, ist das nicht ein bisschen hart? Egal. Ich werde die Ulpa finden. Alles klar, na dann. Ich wünschte, ich könnte mehr so wie Alice sein. Sei doch mehr erstmal wie du. Aber warum muss eigentlich in jedem Gebiet jetzt diese Ulpas sein? Ich finde es ja in Ordnung, wenn man das, keine Ahnung, so als Sidequest macht. Aber irgendwie versucht man jetzt, das Kapitel ein bisschen in die Länge zu strecken. Zumindest habe ich momentan so ein bisschen das Gefühl. Das wirkt jetzt schon so ein bisschen unnötig. Und Muli wird mit Sicherheit nicht das Finale sein. Dieses Kapitels. Da wird noch genug kommen. Wir haben jetzt mindestens erfahren, dass das Kapitel etwas kürzer sein soll. Aber ich kann mir dennoch nicht vorstellen, dass es so extrem kurz ist. Da werden wir trotzdem bestimmt so 20 Folgen so mit drin haben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn jetzt die nächsten Kapitel nicht mehr so 30 Parts dauern würden. Also, ich möchte so langsam mal die Hälfte des Spiels erreichen. Damit wir wenigstens mal einen Fortschritt haben. So, aber währenddessen hier schön die ganzen Sachen sammeln. Sondern halt auch mal gegen andere Gegner. So, da sind die Kröten, aber da sind noch mehr Kröten. Und gegen die müssen wir so oder so kämpfen, wegen der Ulpa-Quest. Hallo, liebe Krötchen. Kröten waren, glaube ich, ziemlich nervig. Einfach weil die bösartige Attacken hatten. Und meine Attacken relativ schnell abbrechen konnten. Ich musste mich bislang in diesem Stream noch gar nicht mit dem Lichtelement heilen. Einfach weil die Gegner bislang so schwach waren. Das merkt man auch so ein bisschen in diesem Kapitel. Die Gegner nicht so stark sind. So,
Jetzt muss man die Ulpa besiegen können, ne? Genau. Auch wenn da jetzt noch mal so ein Frosch dabei ist, der mich jetzt ein bisschen nerven möchte. Ich finde die Kämpfe gegen die Ulpas echt extrem langweilig. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Müssen wir dann noch für das YouTube-Video ein bisschen was überlegen. Weil eigentlich schlage ich ja nur sinnlos auf das Pflänzchen ein. Mehr mache ich gar nichts. Da ist es wichtig, euch das zu zeigen, wo die sind und wie man die verkloppt und was dann danach passiert. Ich mache ja 100% Stream, beziehungsweise 100% Let's Play von dem Spiel. Und dann möchte ich euch ja zumindest alles zeigen, was das Spiel so mit sich bringt. Im Online-Modus werden wir, sobald wir das Spiel durch haben, auch natürlich noch spielen. Aber momentan müssen wir erstmal die Hauptstory durchbekommen. Also wir werden auch nicht alle Gegner besiegen. Also hier diese Mega-Events, was er da zum Beispiel geschrieben hat, irgendwie Level 80, 100er. Also das sehe ich schon nicht zu den 100%. Also ich würde... Das sind aber Riesenkäfer. Oh, das ist jetzt... Ich hoffe, dass das jetzt nicht in jedem Gebiet war. Gebiet ist. Ich muss mal auf der Karte gucken, wie viele Gebiete das eigentlich noch sind bis Gebiet. Ich glaube, aber da müssten noch so 2-3 Gebiete kommen. Also mindestens 2 Gebiete noch. Bevor dann endlich Rudi kommt. Das könnte auf jeden Fall schon mal ein bisschen nervig sein, wenn da jetzt also eben nochmal diese zweimal die Ulpa-Quest kommt. Eigentlich dachte ich, Ulpa-Cluster sind die absoluten Mega-Gegner. Zumindest hatten wir doch das eigentlich so in Kapitel 2 definiert, oder? Und sobald man Ulpa-Cluster besiegt hat, vernichtet man den größten Teil der ganzen Ulpas. Zumindest war das eigentlich der Meinung des Spiels. Oder zumindest so habe ich das laut Spiels eigentlich verstanden. Aber scheinbar doch nicht. Die können anscheinend in jedem Gebiet einfach auftauchen. Oben oder was? Ah ne, da hinten. Da hinter der Hütte. Das war aber böse. Dass er direkt hinter der Hütte ist. So, Bienchen muss man hier verkloppen. Die ganzen Statuen, die hier sind, die werde ich mir dann, wie gesagt, offcam mal angucken. Nein, die Unglückspflanze kann ich noch nicht angreifen. Ich muss jetzt erstmal das Bienchen kaputt kloppen. So, die Bienen sind kaputt. Ja, doch. Weil jetzt Adri da so komisch weggelaufen ist, dachte ich, ist da noch eine Biene gewesen? Oder was ist da jetzt passiert? War jetzt gerade so ein bisschen komisch, seine Bewegung. Aber alles in Ordnung. So, die letzte Pflanze für dieses Gebiet. Und dann haben wir alle. Na komm, die sterben. Und dann können wir uns ja wieder teleportieren. Natürlich könnte ich im Livestream natürlich auch mir die Gebiete hier näher angucken und die ganzen Sidequests machen, aber ja. Ich könnte ja das dann viel YouTube rausschneiden, aber ich möchte schon so ein bisschen vorankommen in der Story. Besonders dadurch, dass wir dann in 4 Wochen nicht streamen. Also 4 Wochen lang Folge nicht streamen. Möchte ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen vorankommen. Klasse, damit sind alle Ulpas weg. Und jetzt müssen wir zum Cluster. Danke für die Information. Gut, vielleicht sollte ich aber mich natürlich nicht zu stark aufregen, weil ihr erinnert euch, damals hatte ich mich ja auch darüber aufgeregt, dass man keine Informationen damals bekommen hat. So, falsch. Hier lang. Auch zum Beispiel das Fischen muss ich auf Cam noch ein bisschen machen. Ich glaube Level 9 oder so bin ich momentan, also auf keinem spektakulären Level. Da sind noch mehr Eidechsen, da sind noch mehr Pflanzen, die ich mitnehmen kann.
Krebse und da ist der Ulpercluster. Warum da jetzt so eine komische Sequenz kam oder dass es jetzt abgebrochen wurde, kann ich euch nicht sagen. Ah, Schnecken. Wirklich Schnecken. Die sind die nervigsten Gegner. Das habe ich vorhin verwechselt. Das sind die nervigsten Gegner, die Schnecken. Erstmal sind sie potthässlich und mega eklig. Außerdem können sie, glaube ich, auch noch irgendwie paralysieren und verwirren und sowas. Und sie können extrem nervige Statusveränderungen anrichten. Und deswegen finde ich die nicht so cool. So, und jetzt können wir uns um den Schlachter kümmern. Ich finde es halt echt extrem doof und extrem langweilig, dass der Cluster halt wirklich gar nichts tut. Zumindest beim Cluster hätte man wenigstens sagen können, ja, der macht irgendwas und greift an. Aber dass der einfach nur rumsteht und nichts tut, ist schon so ein bisschen langweilig. Finde ich ein bisschen schade. Hätte man auf jeden Fall ein bisschen besser umsetzen können. Also ist es halt nur ein dumpfes drauf rumschlagen und hoffen, dass er irgendwann mal stirbt. Na komm. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir das im letzten Stream zusammen gesehen haben, aber vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Ich bin jetzt mit, ich glaube, das war in den, genau, stimmt, das war, ist in den Zwischensequenzen passiert. Ich habe mittlerweile Stufe 4 mit Asna erreicht, das heißt, mein Freundschaftsrang mit Asna ist so hoch, dass er mittlerweile auf Stufe 4 ist und dafür habe ich jetzt die Trophäe bekommen. Von daher, ja, wollte ich euch nur informiert haben. Dass wir jetzt tatsächlich Asna Stufe 4 haben. Alle Charakter möchte ich ja auf das Maximallevel bringen. Besonders muss ich noch gucken, wie das mit den NPCs funktioniert. Und zwar gibt es eine Trophäe, wo man alle, wo man, glaube ich, insgesamt 100 Charaktere Level 4 haben muss. Und ja, da gehören halt nicht nur die Helden, die man momentan hat. Perfekt, jetzt haben die Leute hier wieder sauberes Trinkwasser. Der Ulpercluster ist erledigt. Jetzt können wir wieder endlich weiter. Stimmen nach Ulid. Kirito, was ist? Also, sieht Zelka mir ähnlich? Ich finde schon. Ihre Haare ist, ihr Haar ist anders, aber ihr habt ähnliche Augen und Gesichter. Ah, verstehe. Was ist denn los? Du wirkst nicht sehr begeistert. Es ist nur, es macht mich schon glücklich zu sehen, wie sie ihr Leben lebt. Aber was passiert, wenn sie mich sieht? Eine Betrügerin mit Alice Zubergs Gesicht. Die Doppelgängerin ihrer Schwester in goldener Rüstung. Sie wird sich fürchten. Haha, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass du dir darüber Sorgen machen musst. Lass mich nicht, lach nicht. Ich bin nur eine Hülle, die sich nicht an ihr Leben erinnern kann. Nee. Es spielt keine Rolle. Sie ist deine Schwester und wartet auf deine Rückkehr. Sie wird dich erkennen. Schließlich wusste ich auch sofort, wer du bist. Sie wird die Schwester, die sie so sehr erwartet, nicht abweisen. Keine Sorge. Ich bete, dass du dich nicht irrst. Alice? Ich danke euch beiden. Gehen wir weiter nach Ulid. Auf nach Ulid! Immer noch. Ulpercluster zerstört. Vertrauen ist gestört.